Dieser Kanal wird unterstützt von der Geländefabrik, dein Spezialist für individuellen Tabletop-Geländebau und mehr. Dieser Kanal wird unterstützt von amarodo.de, deinem Spezialisten für 3D-Druck im Tabletop. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal No Pain No Game. Ich bin der Boris, mit dabei habe ich den Yves. Ich war ja lange weg, es ist viel passiert dieses Jahr. Ich habe ein Haus gekauft, bin umgezogen, Vater geworden, das Wichtigste wohl, kurze Nächte. Ja, jetzt habe ich es langsam mit Yves geschafft, hier den Hobbykeller einzurichten. Wir werden jetzt ein bisschen primär 40k wieder für den Kanal machen, also auch wieder aktiv dabei sein. Und ja, der Yves kann sich jetzt vielleicht mal kurz vorstellen, der ist nämlich jetzt neu bei uns bei No Pain No Game. Ja, Boris. Moin Leute. Ja, ich bin Yves, 40 Jahre, Gottes Willen. Ich spiele schon lange, lange Warhammer und bei mir war es so, ich bin nicht in Hamburg gewesen, hier in den Ort gezogen und habe keinen gehabt, mit dem ich Warhammer gespielt habe oder 40k. Und jetzt freue ich mich doch wieder mit Boris zusammen Warhammer bzw. Warhammer 40k zu spielen. Ja, wir werden da ein bisschen euch was zeigen, gucken, dass wir dort aktuell mit den Regelbüchern immer ein bisschen fit sind. Und ja, Boris, erzähl mal, wie sind wir denn zu Warhammer überhaupt gekommen damals? Ja, damals, als wir noch jung waren, 97. Erste Chaos-Boxen damals richtig, eigentlich, wenn man es jetzt heute sieht, richtig hässliche Figuren. Damals das Nonplusultra gewesen. Hat sich super gefreut. Wir hatten auch noch ein paar andere im Freundeskreis, die dann, also damals, als man jung war, war das Geld auch nicht so, aber man hat Spaß gehabt. Wir hatten einen Kollegen dabei, der hat dann einfach eine Base oder aus Pappe was ausgeschnitten, hat da 20 Orks draufgeschrieben. Da haben wir halt Spaß gehabt, haben halt früher mit Fantasy angefangen, war auch, ehrlich gesagt, bis es jetzt eingestampft wurde, also durch Age of Sigmar ersetzt wurde, mein Lieblingsspiel. Dadurch bin ich einfach zum Tabletop gekommen. Ich selber habe sehr, sehr viele Tabletops durch, unendlich viel. Der ganze Keller hier steht auch voll. Der Yves hat ja hier mit mir alles eingerichtet. Der kann das für euch bestätigen, was hier alles steht. Du hast selber nicht so viele gemacht, ne? Warhammer, 40k hast du gemacht, genau, ein bisschen Brettspiel und sowas. Richtig. Das eine oder andere Mal habe ich ausprobiert, was Boris vorgestellt hat, aber man bleibt halt einfach bei GW, das war damals schon das Nonplusultra, als es dann auf Plastik ging von den Metallfiguren weg. Da haben wir dann zugeschlagen, Chaos war meine erste Armee und Boris dann die Untoten. Und ich weiß noch, wie wir dann versucht haben, uns eine akzeptable Platte dazu zu bauen. Weil wir noch von der Arbeit eine große Trennwand mitgenommen, 2,5 Kilometer auf dem Fahrrad transportiert, in den Keller rein. Modellbahn, Rasen drauf, ein paar Bäume fertig gemacht, einfach raufgestellt. Egal, ob die Figuren bemalt waren oder ob wir mit Bases gespielt haben, ja, halt einfach gespielt, das war cool. Und jetzt hat man natürlich ein Alter, da hat man das ein bisschen schicker, ein bisschen professioneller, kann natürlich auch sich ein bisschen Geld, ich wollte sagen, man locker ein bisschen mehr Ressourcen, ja, das Taschengeld. Genau so. So, und von daher, das passt schon. Wir wollen auch eigentlich nur bemalte Figuren zeigen. Es kann immer mal vorkommen, dass ein, zwei Figuren nicht bemalt sind, wenn man irgendwas testet oder sowas. Aber im Großen und Ganzen wollen wir bemalte Armeen haben. Wir haben uns ein cooles Spielfeld gebaut. Besonders der Yves hat hier einen coolen Tisch zusammengezimmert. Primär werden wir 40k spielen. Wir werden uns dann die Regeln jetzt ein bisschen reinfuchsen. Auch vielleicht mal ein paar Codex-Bücher vorstellen, wenn die neu rauskommen und uns reingelesen haben. Wir haben auch für 40k ein bisschen nochmal Alternativregeln gemacht, das finden wir hier mal ganz charmant. Ja, auf jeden Fall. Werden wir auch mal auf dem Kanal vorstellen, würde ich sagen. Ne? Ja, wie gesagt, also wir werden jetzt wieder ein bisschen häufiger zu sehen zu sein. Also ich häufiger, er jetzt auch häufig, hoffe ich, bei No Pain No Game. Kommt noch ein dritter Neuzugang dazu, der ist jetzt gerade nicht dabei wegen Corona-Beschränkungsmaßnahmen. Ist ja doch alles ein bisschen heftig letztes Jahr gewesen und geht dieses Jahr auch so weiter. Wir von No Pain No Game halten uns natürlich an die Corona-Beschränkungen, deswegen sind wir hier auch nur zu zweit. Naja, der Yves und ich sind quasi eh ein Haushalt, wir sehen uns jeden Tag, Kinder jeden Tag, deswegen da wird das eh als ein Haushalt, aber wir wollen halt jetzt kein Risiko eingehen. Ja, wir werden gleich noch eine kleine Führung hier machen. Richtig, mal zeigen, was wir schön. Dann könnt ihr euch mal, den Hobbykeller ist natürlich noch nicht ganz fertig.
Wir sind auch noch fleißig hier am Bauen und Bemalen und so. Wie gesagt, wir Ziel ist es, jede Armee zu haben. Wir sind auch gut davor, ein paar Armeen sind noch nicht fertig, weil einfach die Zeit, also ich bin ja froh, dass wir das jetzt hier in einem Hobbykeller dank dem Yves geschafft haben. Das Haus ist soweit fertig, von innen zumindest, außen der Garten aus noch ein bisschen. Und ja, der Kleine zieht halt auch sehr viel Performance. Der Yves hat auch zwei Kinder. Und deswegen, aber wie gesagt, primär steht hier auch Spaß. Also wir werden kompetitive Listen natürlich auch besprechen und vielleicht auch mal spielen, aber wir wollen eher so ein bisschen 40k just for fun, würde ich mal so sagen, spielen. Also schon gute Listen, aber bei uns wird es jetzt nicht hier auf jeden Millimeter unbedingt ankommen und so. Und ja, ich sage jetzt mal, die Diskussion wird es nicht geben, wenn, dann gucken wir nach dem Spiel nach oder schreibt es gerne in den Comments, wenn euch was auffällt. Wir sind dafür alles dankbar, weil wir jetzt halt auch mit der neuen Edition einfach neu starten mit 40k. Genau. Gut, möchtest du noch was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, habt viel Spaß bei unseren Videos. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, lasst es uns wissen. Wir führen euch jetzt einmal rum. Habt viel Spaß dabei. So, ihr Lieben, dann zeige ich euch mal unseren kleinen Spielkeller. Folgt mir mal. Das hier ist quasi unser Spielraum. Hier haben wir den tollen Tisch, den der Yves hier designt hat und zusammengebaut hat. Wir haben jetzt hier momentan 2x4x4 Platten drauf. Kann man natürlich auch zu den Originalgrößen machen oder verkleinern, je nachdem, wie man das machen möchte. Also wir haben hier eine Menge Platz. Wir können einmal eine komplette Städteplatte machen, können wir bis hier zu Ende bauen oder halt eine komplette Waldplatte einmal rüber. Wir haben auch noch sehr viel Gelände. Hier vorne kann man ein bisschen sitzen, haben eine kleine Sitzecke hingemacht für die Spieler. Ist momentan noch ein bisschen kahl, wie gesagt, sehr viel zu tun. Da kommt noch ein Greenscreen hin, ein paar Poster kommen hier noch hin, ein paar Regale. Dann haben wir hier unsere Gästetoilette, die ist leider auch noch nicht fertig. Haben wir hier auch hier unten im Keller. Ja, dann folgt mir mal hier ins Bemalstudio, sage ich jetzt einfach mal. Ja, hier ist die Bemalecke, wo wir jetzt gerade Dark Angels fertig machen. Da vorne haben wir unseren 3D-Drucker für Gelände. Ja, hier seht ihr ein bisschen Fantasy, ein bisschen Star Wars Legion, alle Systeme so ein bisschen gemixt. Und ja, hier seht ihr unsere 40k-Ecke bis jetzt. Wie gesagt, wir haben eigentlich alle Armeen hier, es sind noch nicht alle fertig, wir sind gut dabei, weil, wie gesagt, wir wollen das halt auch alles bemalt haben für euch, damit ihr auch was Schönes auf dem Feld seht. Aber ich denke, damit kommen wir ganz gut voran. Es sind auch nicht mehr viele Armeen, die uns hier fehlen, die noch bemalt werden müssen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck hier bekommen und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen oder ihr uns besser gesagt zuschaut bei No Pain No Gain. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.